Hallo, meine Lieben. Heute wird's wieder richtig gefährlich, denn heute haben wir einiges vor, Leute. Und ich habe euch den Plan aufgemalt. Unter anderem werden wir heute ein neues Motorrad kaufen, Lami treffen, oh oh, mit ihm ein neues Auto kaufen, es dann nach Hause fahren und am Ende gibt es sogar eine Überraschung. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Oder ich werde richtig böse. Und angekommen im Auto fährt mich Flauschi netterweise. Hallo, Leute. Ja, sehr gut. Flauschi, danke nochmal. Ich kann gerade. Achso. Auf jeden Fall bin ich bereit. Ich habe die Motorradschuhe an, Motorradhelm dabei und jetzt holen wir ein neues Motorrad ab. Und am Ende des Videos natürlich ein neues Auto im Wert von 120.000 Euro. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es wird sehr spannend. Flauschi, wusstest du das nicht? Doch, ich wusste das. Ich wollte nur reacten. Okay, sehr gut, Flauschi. Dann fahr schneller. Leute, ich will nicht zu viel verraten, aber dieses Auto da vorne hat vielleicht etwas mit dem Auto zu tun, was ich heute bekomme. Natürlich haben wir einen Special Guest dabei. Manuela. Schaut euch diesen Hund mal an. Lasst ein Like für den Hund da. Jetzt haben wir uns leider verfahren, aber während Flauschi jetzt hier dreht, werde ich euch eine Story nochmal zeigen. Und zwar ist das gestern erst passiert. Nämlich ist gestern jemand mit seinem Smart, das ist dieses Auto da vorne, und wegen einer Paulberger Limo Schlangenlinien gefahren und hat dann hier vorne eine Palme rausgerupft. Hier könnt ihr es sehen. Oh oh, was ist denn hier passiert? Also wir sind gleich beim ersten Stopp angekommen und danach werden wir uns mit Lami treffen. Dann werden wir ein neues Auto abholen. Und es gibt eine Überraschung am Ende des Videos und es wird absolut gefährlich. Und Grüße an iCrimex, der sich das Video wahrscheinlich gerade anguckt. Also Flauschi, jetzt erklär mir mal, was kann denn dein Hund so alles? Eigentlich überhaupt nichts. Wie, was kann der denn? Der steht da einfach. Der kann Sitz. Es wird nicht gesteht, es wird nicht gestanden, hinsetzen. Sitz? Die kann ja gar nichts. Die hört nur auf mich. Mann, ey. Und hier geht's jetzt rein. Oh, oh, let's go. Hier habe ich also das Motorrad, mit dem ich jetzt gleich Lami überraschen will. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich dieses Motorrad habe. Das ist nämlich gemietet. Ich habe mich auch direkt auf den Weg gemacht, weil sonst kommen wir zu spät. Und das ging echt gut ab, das Motorrad. So, Leute, ich bin wieder zu Hause. Und jetzt habe ich eine Überraschung für Lami. Nämlich habe ich das eigentlich nur für ihn hier gekauft. So, erstmal reingehen. Normalerweise müsste er schon da sein. Der ist ja seit einer Woche oder so schon bei mir zu Hause. Lami, hallo? Ich suche ihn mal. Denn soweit ich weiß, hat er sowas bisher noch nicht gemacht. Ich werde ihn damit jetzt einfach mal überraschen. Und am Ende holen wir natürlich noch zusammen das neue Auto ab. Let's go. Was macht der Hund denn hier? Hallo? Die sitzt, die ist ja voll brav, ey. Guck mal, ich hab ein Männchen. Cool, toller Hund. Aber jetzt muss ich den anderen Hund suchen. Lami! So, Leute, weil Lami schon seit mehreren Wochen gefühlt bei mir im Keller wohnt, weil er kein Internet hat, werden wir ihn jetzt mal überraschen. Hallo? Wo ist er denn? Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht leake, Leute. Da ist einfach Lami. Ey, was hast du denn für Schuhe? Das sind Motorradschuhe. Aber ich verrate dir nicht, warum. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Spaß, wir gehen nach oben. Und zwar weiß ich ja, dass du Abenteuer liebst. Deswegen schenke ich dir eine Fahrt auf ein Motorrad. Wie Motorrad? Helm? Ja. Schau mal her. Zwei Helme, einer davon ist für dich. Oh mein Gott, dein Ernst? Na klar, bist du schon mal gefahren? Nee, doch nicht. Ja, dann wird es jetzt das erste Mal. Und nachher holen wir sogar noch mein neues Auto ab. Wenn ihr also nicht verpassen wollt, wie wir das neue Auto abholen, bleibt auf jeden Fall dran. Okay, jetzt geht's los. Motor an. Bist du ready? Ja, let's go. Halt dich gut fest. Ja. Okay. Oh oh. Wow! Oh mein Gott. Man sieht auch gar nichts. Ey, du drückst meine Kamera runter. Leute, Lami hat die ganze Zeit Angst. Also Lami, schau dir mal diesen Ausblick hier an. Und wie du weißt, kaufen wir heute ein neues Auto. Wir holen es ab sogar. Weißt du, welches Auto es sich handelt? Du weißt die Marke, glaube ich, ne? Keine Ahnung, welche? Ferrari oder Bugatti? Nee, ein Ferrari ist es nicht. Nee. Du darfst nochmal raten. Vielleicht ein Opel Corsa? Nee, fast. Vielleicht ein, keine Ahnung. Ja. Ich werde es nicht verraten, aber Leute, wir werden es gleich abholen. Der Lami wird mich korrekterweise fahren, weil Flauschi hat mich im Stich gelassen. Und damit wir es nicht verpassen, müssen wir jetzt schnell losfahren mit dieser rostigen Gurke hier. Okay, auf geht's zum neuen Auto. Let's go! Oh mein Gott! Okay, kurzer Hubbel. Okay, einmal und weiter. Fahr schneller! Hey, da vorne läuft Alphastein!
sind wieder da, Leute, und jetzt geht's los und wir holen mein neues Auto ab. Let's go! Denn Lami ist so korrekt und wird mich zu meinem neuen Auto fahren. Ungefähr eine halbe Stunde müssen wir jetzt fahren, aber bevor wir jetzt mein neues Auto abholen, muss ich mir noch ein, zwei Sachen kaufen und deswegen rein in den Supermarkt. Das war irgendwie komisch, naja. Ich bin jetzt einfach hier, aber leider ist es ausverkauft. Doch Mann, ey. Hier haben die das auch nicht. Hier ist es auch ausverkauft, dann gehe ich nach Hause. Jetzt geht's aber wirklich zum neuen Auto. Mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Ich warte schon seit Wochen auf diesen Tag. Und Lami, wie lange wartest du schon? Zwei Minuten. Naja, stimmt eigentlich. Na gut, wir fahren jetzt los und jetzt seht ihr das neue. Auto. Yes. Okay, Leute, also wir fahren jetzt los. Wir holen jetzt, wirklich jetzt das Auto ab. Ihr werdet es in wenigen Sekunden, was mache ich denn hier in wenigen Sekunden sehen? Ich wollte nur noch mal Danke sagen für euren krassen Support. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Und auch danke von Flauschi. Ja, danke, Leute. Okay, sehr gut, Leute. Wir fahren jetzt los. Let's go. Wir kaufen jetzt einen. Ah, ich werde es nicht sagen. Ciao. Mal eine Stärkung holen. Okay, jetzt geht's aber weiter. Und Lami, ich würde dir gerne mal gute Musik zeigen. Deswegen gebe mir mal dein Handy. Ja, okay. Hier, bitteschön. Nämlich würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Einmal hier, nicht schön laut. Nee, kein Foto, aber schön laut. Vorhin, sie sind die Besten im ganzen Land. Und was sagst du? Nee, ich kenne da jemanden besseren, Mann. Hä? Okay, jetzt kommt Musik, die Lami ausgesucht hat. Was ist das denn? Hä? Lami, fahr ne Ferrari oder im Bugatti. Lami, Banani, neues Auto-Hype, let's go! Och man, mir ist voll langweilig, ey. Lami, lass mal irgendwas spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das hat 300.000 Abonnenten und ist der beste YouTuber der ganzen Welt. Ich sehe was Besseres. Was denn? Ein YouTuber hat 1 Million Abonnenten. Och man, ey. Leute, bitte lasst mir ein Abo da, bitte. Okay, Lami, ja, freust du dich schon aufs neue Auto? Ja, total, Mann. Willst du das Auto auch einmal drücken? Aber ich will das Auto gegen die Wand fahren. Hey! Und weil es beim letzten Mal so gut ankam, könnt ihr jetzt Fragen stellen. Also konntet ihr, wenn das Video schon raus ist. Ich werde es jetzt mal posten. Bam! Und jetzt werde ich Fragen beantworten auf dem Weg zum neuen Auto. Einfach mal diesen Ausblick hier an. Wir fahren jetzt nämlich in Richtung Flughafen. Ich habe gar nicht gesagt, wo wir das Auto abholen. Nämlich vom... Was? Vom Hafen natürlich. Achso, ja, Hafen. Vom Hafen. Das Auto wurde nämlich vom Festland hierher geschifft, weil ich ja auf einer Insel bin. Und dort werden wir das Auto in Empfang nehmen. Ich hoffe, das ist noch heil. Also, die ersten Fragen werde ich jetzt beantworten. Unter anderem, Lami, wurde gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, sag doch. Ja, achso, ja, also wir waren ja? im Restaurant, da haben wir uns getroffen. Nein. Und dann waren wir beide auf YouTube. Dem Klo. Hä? Ja, und dann haben wir uns die Augen geguckt. Ja. Ja, und dann haben wir uns geküsst, keine Ahnung. Hier fragt jemand, wie lange du schon YouTube machst. Ungefähr 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Ich mache erst 1 Jahr. Oh. Oh, na, okay. Leute, ich rede hier mit einem YouTube-Profi. Okay, wir sind auch fast schon da. Hier rechts ist nämlich der Flughafen. Oh, oh. Und umso näher wir dem Auto kommen, desto aufgeregter werde ich. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich konnte heute Nacht auch nicht mal schlafen. Aber ich denke, das ist normal. Und jetzt sind wir gleich endlich da. Aber Candy, weißt du was? Was? Deine Hose ist das! Und da vorne ist der Hafen. Da ist sogar schon das Schiff, mit dem das gekommen ist. Da ist so ein rotes Schiff da vorne. Hey, und damit mal, ist der Wagen gekommen. Ich sehe das Auto sogar was? Da hinten. Wirklich? Ja! Schnell, fahr schneller! Ja, das Auto hat ja gar keine Leistung hier. Wir werden ja kaum schneller. Ja, okay, dann fahr ich gegen den Baum. Leute, ich werde euch gleich zeigen, wie ein schnelles Auto aussieht. Okay, Leute, also aus diesem Boot kam das Auto rausgefahren. Heute Morgen, ich habe den Anruf bekommen, hey, pick the car up. Und ich war natürlich direkt auf dem Weg. Und jetzt sind wir hier, Lami ist auch mit am Start. Geh mal zur Seite, ich will dein Auto mal zeigen. Boah, ey, Leute, allein das, wo wir hier sind. Schaut euch mal alleine schon an, wie Lamis Auto hier aussieht. Komplett krass. Er hat das Auto ja aus Deutschland sogar hierher gefahren, hat ein ganzes Video drüber gemacht. Aber mein Auto wurde hergeliefert und ich habe es extra hier zu so einem Drop-Off-Point bringen lassen. Ist jetzt nicht die beste Straße, aber dafür ist das Land bekannt eigentlich. Und ich würde sagen, Leute, ich gebe die Kamera weiter. Denn jetzt ist es soweit, Leute. Ich habe wochenlang gewartet und jetzt kann ich endlich mein neues Auto abholen.
Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich werde mich gleich umdrehen. Lami, du musst sagen, wenn ich mich umdrehen darf. Okay. Lami hat es schon gesehen. Oh mein Gott, man hat es echt schon gesehen. Hat man es in der Kamera gesehen? Warte. Das ist hier ungefähr. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Leute, und zwar habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein neues Auto. Grüße gehen raus an iCrimex, der auch gerne diese Autoabholvideos macht. Ich hoffe, man hört mich gut, weil das sehr laut hier ist. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen hier rumzeigen, ohne das Auto zu zeigen. Ja. Ja, ja. Wir sind also hier im Hafengebiet, im Gebiet des Hafens. Wir werden jetzt gleich sogar noch weiterfahren und nice Shots von dem Auto aufnehmen. Aber wie meine erste Reaktion aufs Auto ist, das werdet ihr jetzt erfahren. Lami, darf ich mich um... Warte, nee, die Zuschauer dürfen es auch noch nicht sehen. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Auto in 3, 2, 1... Okay, Leute, ihr habt es gesehen, ich noch nicht. Ich werde mich jetzt umdrehen. Wir gehen mal ein bisschen näher. Wie gesagt, ihr habt es schon gesehen, ich noch nicht. Und ich würde sagen, auf 3 drehe ich mich um. Sag, wenn ich irgendwo gegenlaufe. Nee, hier ist gar nichts. Wie ist das? Wo ist das denn? Warte, warte, warte. Nicht, dass ich dagegen laufe. Nee, nee, kannst noch, kannst okay, noch. Okay, okay. Und okay, okay, stopp. Wie lange denn noch? Warte, ja, jetzt. Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Ich drehe mich um in 3, 2 und 1. Oh, was hier? Let's go! Okay, oh, Alter! Okay, das ist ja noch größer, als ich gedacht habe. Oh. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze von innen an. Komm mal so, film mal den Boden und komm mal so rum. Hey, warte mal, das Auto ist ja richtig im Matsch geparkt. Als ob! Hey, unnormal! Was redest du? Oh mein Gott. Bro! Oh oh. Never. Oh Mann, ey. Und hinten? Das ist ja noch schlimmer! Wie sieht denn der Reifen schon aus? Och, Mann, ey. Ja gut, wir fahren jetzt eine Runde. Wir haben einfach noch die Kennzeichen abgeklebt von gerade eben. Lami macht die jetzt ab. Okay, jetzt geht's wirklich los. Also die ersten Meter. Bin ich schon mal Porsche gefahren? Nein, eigentlich noch nicht. Und wir fahren jetzt direkt in so einen Tunnel rein. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal laut das Auto. Oh, jetzt geht's los. Oha. Hörst du das? Ja, Alter. Ich hab schon ein bisschen Angst. Warte, warte. Achtung. Bro, okay, okay, chill, 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 chill. Das ist ja komplett laut. Wir fahren mal aus dem Tunnel, damit es heller ist. Junge. Alter, das ist ja eine Rakete. Das ist kein Auto mehr. Für die, die fragen, das ist ein Porsche Cayman GTS. Yeah. Und das Auto fahren wir jetzt gerade. Und Lami, willst du auch eigentlich gleich nochmal fahren? Wenn ich darf. Ich habe die Überraschung vergessen. Wir müssen sofort rechts ranfahren, aber bevor wir das machen... Oh! Oh! Junge! Oh! Junge! Junge! Ja! Alter, direkt an der Richtung! Junge! Okay, Leute, wir sind jetzt ein paar Meter gefahren und ich dachte mir, komm, wir fahren rechts ran. Eine Runde Real Talk aus dem Porsche-Sitz, wie man so schön sagt. Und ich will einfach ehrlich, und das ist kitschig, alle sagen das, aber ich will ehrlich einfach Danke sagen, denn 300.000 Abonnenten, ihr seid natürlich mitverantwortlich, dass ich mir so ein Porsche kaufen kann. Und dafür auf jeden Fall, Kuss geht auf jeden Fall raus und deswegen werde ich das Auto für euch jetzt treten. Soundcheck, alles drum und dran. Wir fahren jetzt nämlich unter den Flughafen und da ist eine quasi Rennstrecke mäßig. Da werden wir jetzt hinfahren, es fängt dann zu regnen. Lami sitzt im Regen, was sagst du dazu? Ja, perfekt, danke Mann. Es fängt richtig doll an zu regnen sogar, hä? Hä? Und ja, was sagst du zu den Socken? Zeig mal. Das sind Programmiersocken. Oha. Okay, komm schnell rein, es regnet. Leute, okay, jetzt geht's los, wir werden dieses Auto zerstören. Sui. Bevor wir aber losfahren, Leute, frage ich mich, ob man auch gute Musik in dem Auto hören kann. Wir testen das mal und... Ja. Okay, Leute, jetzt werden wir dieses Auto aber zerstören. Kurzer Soundcheck aus dem Porsche-Sitz. Achtung. Ja,
ist okay, ist okay, mit leerem Tank auch noch. Wir fahren jetzt unter den Flughafen und geben alles. Wir werden von außen filmen, von innen filmen und ich werde euch das Auto nochmal im Detail vorstellen. Oha, guck mal, das ist ein Regenbogen. Du bist auch ein Regenbogen, Candy. Stimmt, ich hab's voll vergessen, stimmt. Wow. Okay Leute, hier kommt jetzt das Auto von mir vorgestellt. Porsche, Felge, Tür, Lenkrad, Handyhalterung, GTS, Gangschaltung, Flauschisitz. Der Motor, okay. Der Motor, wo ist der denn? Der Spoiler und ein Scheinwerfer. Das ist im Grunde das ganze Auto und jetzt werde ich richtig laut fahren. Ey Leute, Candy kommt gleich, aber ohne Witz, abonniert den Jungen mal alle, damit er auch die 1 Million Abonnenten knackt und endlich mal iCrimex einen über den Dill zauen kann. Und Leute, ich glaube, er kommt da gerade. Da ist er. Oh mein Gott. Sieht das nicht crazy aus? Hi, mein Name ist Candy und iCrimex hat mich reich gemacht. Junge, man denkt, jemand wird erschossen hier. Ey Leute, ich habe auch noch ein Geschenk für euch. Moment mal. Oh, ihr müsst alle liken, Zoe. Jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Die Überraschung am Ende des Videos. Und zwar werde ich jetzt iCrimex anrufen. Moment. So, Moment, ich will die Nummer nicht leaken. Wartet lieber. Hä, doch, leak mal. Nein, nein, nein. So, es klingelt, es klingelt. Schauen wir mal, ob er rangeht. Hä? Max? Bist du live? Ja. Ich bin gerade live im Stream, ja. Max, ich wollte mein Auto zeigen. Er will mir sein Auto zeigen, Leute. Du darfst das nicht leaken, aber. Ja, dann zeig mir dein Auto, ja. Okay, Max, ich mach die Kamera an. Bist du bereit? Ja. Ja. Leute, jetzt kommt Max seine Reaction. Ich bin sehr gespannt. Und zwar ist hier mein neues Auto. Alter. Ja, ja. Bro, ich sag dir ehrlich. Ja. Geiles Auto als Trittwagen. Trittwagen? Was meinst du? Was meint der? Ja, Bro, wenn bei mir YouTube nicht mehr laufen würde, würde ich mir auch so ein Auto holen. Was redet der? Das ist mein einziges Auto! Was soll das? Guck doch mal da! Rolls Royce Cullinan rein. Cullinan? Nein, aber guck mal die Felge! Guck mal der Spoiler! Guck mal schnell! Guck mal hier! Da! Da der Spoiler! Ja, ist gar nicht, ja. Hör doch mal, wie laut! Och Mann, ey! Okay, Max! Nein, nein! Candy, ich hab dich geprankt! Wie geprankt? Ja, das ist ein geiler Wagen natürlich! Jawohl! Leute, falls ihr nicht gehört habt, er findet mein Auto gut. Ey, Max, wir sehen uns! Tschüss! Ciao! Alter, wie krass! iCrimex sagt, mein Auto ist nice! Damit ist das Auto offiziell iCrimex approved! Ja, Mann! Und jetzt fahren wir weiter, jetzt geben wir richtig Gas. Also Leute, Fazit nach so 10 Minuten fahren. Ich sage euch ehrlich, Auto fährt sehr, sehr angenehm. Das ist natürlich auch wichtig. Es ist turboschnell. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein schnelles Auto gehabt. Ist sehr, sehr laut. Der Tank ist sehr, sehr leer. Und mein Portemonnaie wird auch sehr, sehr leer werden. Denn ich werde jetzt gleich nochmal tanken fahren. Wahrscheinlich wird das richtig teuer werden. Ich schätze mal so 110 Euro ungefähr, nur für den Tank. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß damit zu fahren. So viel kann ich euch sagen. Schreibt mal jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr den Wagen findet und ob ihr mir den Wagen gönnt. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt fahre ich 10 Sekunden ohne was zu sagen und ihr seid live mit dabei. Wir haben die Kurve. Oh, yeah. Ist die Zeit schon um? Noch ein bisschen, okay. Hier an allen vorbei. Macht Platz, hier kommt King Candy. Okay, 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 die Zeit ist um, stopp! Oh, da landet einfach ein Flugzeug! Oh, okay, wir fahren jetzt tanken und danach wird Lami das Steuer übernehmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran! So, jetzt gibt es erstmal einen Leak im Auto in der Spiegelung. Was denkst du, wie teuer wird das Ganze? So 10 Euro. 10 Euro ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube, das sind über 100. 110. 110? Okay, die Auflösung kommt gleich. Ich sag 111. 111, okay. Oh, wir sind bei 105, 106, 7, 8.
Oh. Hä? Ja, ist klar, du hast selber gestoppt. Nein, ich hab nicht gestoppt. Das Ding hat geklackt. Ja, okay, Manu, ich hab verloren. Und jetzt ist Lami dran mit dem Fahren. Ey, was geht ab, Mann? Jetzt sterben. Nein, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ich bin das erste Mal als Beifahrer hier unterwegs. Okay. Spiegel ich mich hier? Leute, ihr habt Candy gesehen. Oh, hallo. Okay, Leute, die ersten Meter. Wir warten, bis wir jetzt hier auf die Autobahn dürfen. Und gleich ist freie Bahn. Und jetzt, okay, let's okay. go. Oha, oha, oha. Gib ihn, Junge. Lami, bitte. Okay, Leute, jetzt werde ich doch noch ein paar Fragen vorlesen. Und zwar hat hier Fabi Funk geschrieben, kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße dich. Und Leute, wenn ihr natürlich auch mal hier in den Videos vorkommen wollt, dann folgt mir auf Instagram, CandyPHP. Danke, ciao. Und weil ich vor lauter Aufregung vergessen habe, ein Outro aufzunehmen, kommt das Ganze hier jetzt. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support in der letzten Zeit und für den Support, der noch kommen wird. Hier links und rechts habt ihr ein neues Video, rechts Abonnieren-Button und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's gewesen. Ciao mit Au.